Medusa war eine junge Frau, die bekannt für ihre Schönheit war. Alle Männer verfielen ihr. Warum sollte es dann auch Poseidon anders gehen? Er verliebte sich in Medusa und kam ihr zu nahe für einen verheirateten Mann. Athene, die Göttin der Gerechtigkeit, erwischte die beiden. Sie war erzürnt über solch eine Sünde. Augenblicklich verfluchte sie Medusa. Von nun an wirst du ein schreckliches Monster sein, mit Haaren aus Schlangen, einer Schlangenzunge und Reptilienhaut. Bei deinem Anblick werden Männer zu Stein erstarren. Von nun an ward Medusa nicht mehr als schöne Frau, sondern als fürchterliches Ungeheuer bekannt.